des Vortrags möchte ich dann auch auf einen Artikel von Ulrich Schmidt in der NZZ am 11. November 2022 hinweisen, eben der große Exodus, russische Intellektuellen verlassen Russland. Ein historisches Muster wiederholt sich. Ja, das ist ja auch das Thema, das ja uns alle beschäftigt. Und in diesem Sinne vielen Dank für die Zusage und wir freuen uns auf deinen Vortrag. Ja, vielen Dank. Ich freue mich immer, wenn ich hier sein darf. Und eben dieses Thema ist auch eines, das mich schon seit langem umtreibt. Ich habe schon vor 20 Jahren mal versucht, ein Band über russische Religionsphilosophen im 20. Jahrhundert herauszugeben. Der ist meiner Meinung nach sehr schön rausgekommen, allerdings hat er sich sehr schlecht verkauft, wie der Verlag gesagt hat. Heute werde ich sprechen über vier Philosophenstrube, Frank, Berdiaev und Bulgakov. Warum gerade diese vier? Diese vier Philosophen werden oft in einem Atemzug genannt. Ihre Lebensdaten liegen sehr nahe beieinander. Die sind alle so um 1870 gestorben und, geboren und nach dem Zweiten Weltkrieg gestorben. Sie haben also im Prinzip genau diese Umwälzungen in der Geschichte, der europäischen, in der russischen Geschichte mitgemacht. Russisch-japanischer Krieg, Konstitutionalismusdebatten, Erster Weltkrieg, die russischen Revolutionen des Jahres 1917, Bürgerkrieg und dann natürlich das Exil. Diese vier Namen werden oft auch subsumiert unter dem Titel legale Marxisten. Gemeint ist damit, dass das Autoren gewesen sind, die sich eingehend mit dem Marxismus beschäftigt haben. Alle haben eine marxistische Frühphase gehabt. Alle sind auf die eine oder andere Weise auch mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Sie haben sich aber selber nie legale Marxisten genannt. Legale Marxisten ist ein Etikett, das diesen Philosophen aufgedrückt worden ist, und zwar von Lenin, und zwar in abwertender Absicht. Also im Prinzip hat Lenin dieses Etikett legale Marxisten geprägt, um zu zeigen, das sind gar keine richtigen Marxisten. Warum nicht? Weil sie eben sich auf dem Boden des Gesetzes bewegen wollten. Und ein richtiger Marxist aus Lenins Sicht war natürlich jemand, der die Revolution, und zwar die gewaltsame Revolution, voranbringen wollte. Gemeinsam ist diesen vier Autoren auch, dass sie als Sozialisten begonnen haben und sich dann auf einen Weg gemacht haben, den sie selbst Idealismus nennen. Das ist natürlich eine etwas konturlose Selbstbezeichnung. Und wir werden nachher auch sehen, dass dieser Idealismus ganz unterschiedliche Formen auch angenommen hat bei diesen vier Philosophen. Die deutlichste oder den deutlichsten Ausdruck hat diese Entwicklung vom Sozialismus hin zum Idealismus in der Publikation des Sammelbandes Probleme des Idealismus aus dem Jahr 1902 gefunden. Marx wurde hier als ideologische Leitfigur abgelöst von Wladimir Solowjow. Das bedeutete eine doppelte Akzentverschiebung. Erstens wurde die Gesellschaftstheorie von der Religionsphilosophie verdrängt und zweitens wechselte der Fokus von Westeuropa nach Russland. Solowjow vertrat eine apokalyptische Weltsicht. Solowjow war überzeugt, dass die gottverlassene Welt nur gerettet werden könne, wenn alle Christen gemeinsam gegen das Böse kämpfen. Und mit diesem Programm stieß Solowjow bei den jungen, sozial engagierten Denkern auf ein großes Echo. Während Solowjow die Vereinigung aller christlichen
Konfession und die Errichtung einer Theokratie forderte, war für Struve, Frank, Berdjajew und Bulgakov allerdings klar, dass die Kirche nicht in ihrem angestammten Zustand verharren könne. Struve schwebte eine Reformation der Kirche und ein Übergang zum Protestantismus vor. Struve hatte übrigens Solovjov noch als Gymnasiast persönlich kennengelernt. Er lehnte aber die metaphysischen Spekulationen des Religionsphilosophen deutlich ab. Das ist also 1902, also ein deutliches intellektuelles Wegzeichen. Und genau Wegzeichen heißt auch der nächste Sammelband, in dem diese Autoren auch beteiligt waren. Der Band Vehi, Wegzeichen, geht zurück auf eine Initiative des Publizisten Michael Gerschenson, der in der Krisensituation des russischen Scheinkonstitutionalismus, wie Max Weber das genannt hat, vorgeschlagen hat, ein Sammelband zur Lage der russischen Intelligenzien zu veröffentlichen. Diese Initiative war erstaunlich, denn Gerschenson stand mit seinen politischen Ansichten abseits von den übrigen Autoren. Gerschenson träumte von einem ganzheitlichen Leben, weit entfernt von den abstrakten Kulturidealen oder konkreten politischen Interessen. Gesellschaftspolitik lag ihm nicht. Gerschenson hatte bereits 1908 programmatisch formuliert: Die Gesellschaft sucht nicht, sie leidet nicht, sie denkt nicht, es leiden und denken nur die einzelnen Menschen. Einig waren sich die Autoren der Wegzeichen nur in ihrer Kritik der russischen Intelligenz, ja, allerdings aus gegensätzlichen Gründen. Gerschenson warf der Intelligenz ja vor, ausufernde und realitätsferne Diskussionen zu führen, während sich die Intellektuellen aus der Sicht von Struve, Frank, Berdjajew und Bulgakov im Gegenteil auf ein zu enges Programm kaprizierten. Gerschenson definierte in der Einleitung die Stoßrichtung dieses Bandes. Das gemeinsame Programm erschöpfte sich in der Ablehnung der linken Auffassung, der Mensch werde von seinem sozialen Umfeld determiniert. Darüber hinaus gab es vor allem zwischen Struve und Gerschenson weitreichende Differenzen. Struve setzte auf die freie, selbstverantwortliche Persönlichkeit in einer kultivierten Gesellschaft, während Gerschenson an eine abstrakte, kosmische Religion glaubte, der sich der Mensch anvertrauen sollte. Direkt nach der Oktoberrevolution konzipierte Struve einen weiteren Sammelband, an dem alle genannten Autoren ein weiteres Mal teilnahmen. Dieser Sammelband ist nie erschienen, ist in den Wirren der Revolution untergegangen und eigentlich haben wir die gesetzten Druckplatten oder das gesetzte Buch nur, weil Berdjajew auf dem Philosophenschiff selber ein Exemplar dieses Bandes mit ins Exil genommen hat. Struve bat 1918 11 befreundete Intellektuelle um eine kulturhistorische Analyse der aktuellen russischen Tragödie. Den neuen Sammelband konzipierte Struve als Gegenstück zu den Vehi, zu den Wegzeichen. Und eigentlich hatte Struve für diesen Band den Titel Empor, also Sursum Corda, vorgeschlagen und Entschuldigung, Sursum Corda wäre ein Titel gewesen für Vehi und nun wurde ihm hier gewissermaßen das negative Gegenstück, De Profundis, entgegengestellt.
Und schließlich gab es noch einen Sammelband, der kaum zur Kenntnis genommen wurde. Der hat ein bisschen den komplizierten Titel Sammelband mit Beiträgen, die Piotr Struve gewidmet sind, 1925 erschienen. Der Sammelband Aus den Tiefen ist zur falschen Zeit am falschen Ort erschienen. Im revolutionären Moskau des Jahres 1918 konnte der Band Aus der Tiefe sein Publikum nicht erreichen. Es gab einen Sammelband mit Beiträgen, die Piotr Struves 35-jähriger wissenschaftlich-publizistischer Tätigkeit gewidmet sind. Dieses Buch vereinigt 34 Artikel und ist in vier Hauptkapitel unterteilt. Also einerseits Ökonomie und Statistik, Recht, Geschichte und das letzte Kapitel heißt dann Methodologie, Philosophie, Religion. Und eben auch hier sind unter anderem Berdyaev, Bulgakov, Frank als Autoren vertreten. Die Naturelle der vier Autoren, der vier Philosophen, über die wir sprechen, waren sehr unterschiedlich. Struve legte einen ungestümen Tatendrang an den Tag, wenn es um die Durchsetzung seiner politischen und philosophischen Ideen ging. Struve verfügte über ein ausgezeichnetes Gedächtnis und arbeitete sich unentwegt durch alle wichtigen Neuerscheinungen. Dabei war Struve aber kein disziplinierter Autor. Er schrieb nur ein einziges Buch und seine Einlassungen sind lediglich in der Form von Essays und Zeitungsartikeln erschienen. Berdyaev war ein aristokratischer Einzelgänger, ein Stubengelehrter, der über keine besonderen rhetorischen Fähigkeiten verfügte und erst in der Emigration ein gewisses Organisationstalent an den Tag legte. Der Popensohn Bulgakov war dagegen ein glänzender Redner. Bulgakov wurde mit 30 Jahren Professor und ließ sich in die Duma wählen. Simeon Frank schließlich erblickte seinen Lebenssinn nicht in politischem Aktivismus, sondern in der Ergründung des religiösen Sinnes der Geschichte, die er als Apokalypse wahrnahm. Ich gehe jetzt kurz die einzelnen Exil-Trajektorien der vier Denker durch und werde nachher noch zu jedem einzelnen Autor etwas sagen, wie sich seine Philosophie in Bezug auf die drei Hauptkategorien, die ich im Titel genannt habe, Gott, Mensch, Staat, verhält. Ich beginne mit Piotr Struve, eben der 1870 geboren ist, 1944 gestorben ist. Und hier habe ich versucht, mal zu zeigen, nicht, also, wie schwierig die Wege gewesen sind ins Exil und zum Teil auch zurück, die Piotr Struve unternommen hat. Piotr Struve kommt aus der Hauptstadt Petersburg und ist von 1901 und zwischen 1901 und 1905 zum ersten Mal nach Stuttgart ins Exil gegangen. Er wurde verfolgt, weil er in den späten 90er Jahren ein enger Mitarbeiter von Lenin war. Zwischen 1901 und 1905 hat Struve, der selber aus einer deutsch-russischen Familie kam, eben in Stuttgart eine Zeitschrift herausgegeben, der für eine Erneuerung Russlands gearbeitet hat. 1905 konnte Struve von einer politischen Amnestie profitieren und konnte in die russische Hauptstadt zurückkehren. Nach der Oktoberrevolution ist Struve zunächst nach Südrussland gegangen und hat versucht, eben die weißen Kräfte zu unterstützen.
Das ist 1918 das erste Mal gewesen. Dann ist Struve eben, der natürlich auch von den Sowjets verfolgt wurde, über Moskau und Petersburg dann nach London emigriert. Das waren alles sehr gefährliche Routen für Struve. Er riskierte hier also sein Leben. Dann ist er über Paris noch einmal nach Südrussland zurückgegangen im Jahr 1919, weil er dort eben auch den weißen General Denikin unterstützte. Und eben nachdem dort die Lage aussichtslos geworden ist, ist er zurück nach Paris gegangen, schließlich nach Prag und nach Belgrad. Und er hat dann sein Leben in Paris beschlossen. Also Paris als das wichtigste Zentrum der Emigration. Und hier sieht man nicht, also wie wild und schwierig diese Routen von Struve nicht nur während der Revolution und nach der Revolution, sondern eben bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts ausgesehen haben. Simon Frank ist ein enger Freund von Struve gewesen, da komme ich nachher noch drauf zu sprechen. Und Simon Franks Weg ist eigentlich sehr viel einfacher und geradliniger. Erfolg nach der Oktoberrevolution ist Frank, wie viele russische Intellektuelle, zunächst nach Berlin gegangen, aus dem einfachen Grund, weil es dort sehr billig war, wegen der Hyperinflation. Und später nach Paris, und sein Leben beendet hat Simon Frank in London, wo er bei einem seiner Kinder dann gelebt hat. Nikolai Berdjajew hat ein bisschen einen komplizierteren Weg gemacht als Simon Frank. Auch Berdjajew ist schon sehr früh in dem zaristischen Gesetz in Konflikt geraten. Berdjajew hatte ursprünglich studiert an der Kiewer Universität, wurde dann bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach Wologda in die Verbannung geschickt. Das ist ein klassisches Muster. Auch Alexander Herzen hatte das im 19. Jahrhundert schon über sich ergehen lassen. Das darf man sich nicht allzu hart vorstellen, ein solches Schicksal. Dann ist Berdjajew nach Moskau zurückgekehrt und dann eben als einer derjenigen, die auf diesem Philosophenschiff ausgeschafft wurden aus Russland, dann zunächst in Berlin gelandet und am Schluss in Paris, wo Berdjajew dann in einem Vorort sich niedergelassen hat und eben eine intensive Publikationstätigkeit entfaltet. Schließlich der vierte im Bunde, Sergei Bulgakow, hier bereits eben nach seiner Priesterweihe 1918, ich komme da noch drauf zu sprechen. Bulgakow stammt aus Aryol und hat eben seine akademische Zeit in Moskau verbracht, dann in Kiew, ist wieder zurückgekommen nach Moskau. Nach der Oktoberrevolution konnte er noch einige Zeit auf der Krim unterrichten und musste dann aber auch mit dem Vorrücken der Roten Armee auf die Krim fliehen und ist dann in Prag gelandet und schließlich in Paris auch gelandet, wo er dann eben an diesem theologischen Institut Saint-Serge gearbeitet hat. Also Sie sehen, es gibt, soll ich sagen, eine Hauptbewegung, nicht also über Berlin nach Paris bei diesen vier Denkern. Allerdings eben sind die Routen in den einzelnen Fällen mal komplizierter, mal weniger kompliziert. Ich komme nun eben zu den vier Autoren. Und versuche jetzt gewissermaßen aufzuzeigen,
wie ihre Philosophie sich auf die zentralen Analysekategorien Gott, Mensch und Staat verteilen lässt. Zunächst Piotr Struve. Struves Großvater stammte aus Altona und arbeitete als Professor für Astronomie an der Universität Dortmund. Struves Vater war von 1865 bis 1870 Gouverneur von Perm. Und das ist wichtig, weil viele russische Intellektuelle Struve immer wieder vorgeworfen haben, er sei ein Gasudarstvennik, ein Derschavnik. Also jemand, der gewissermaßen einen Akzent auf der ja auch imperialen Staatlichkeit Russlands hält. Also zum Beispiel hat Struve sich immer dafür ausgesprochen, dass die Ukraine integraler Bestandteil Russlands sein muss. Struve hat zunächst Jura studiert in Sankt Petersburg und sich dann in den 1890er Jahren an der Seite Lenins für die russische Sozialdemokratische Arbeiterpartei engagiert. Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei, das war damals der Name der Partei, die später dann eben als die Bolschewiki in die Geschichte einging. In den Jahren 1895 bis 1899 hatten Lenin und Struve ein funktionierendes Arbeitsverhältnis. Struve verhalf Lenin zu Übersetzungsaufträgen, beide diskutierten ihre politischen Analysen miteinander und Struve war es sogar, der den Titel für Lenins Hauptwerk Die Entwicklung des Kapitalismus in Russland vorgeschlagen hat. Dieses Werk ist in den Jahren 1896 bis 1899 entstanden. Außerdem verfasste Struve für den ersten Kongress von Lenins Sozialdemokratischer Arbeiterpartei im Jahr 1898 das Manifest und darin bestätigte Struve den Klassenkampf als zentrales Element der historischen Entwicklung. Also dort lesen wir Sätze wie diesen, ich zitiere, das russische Proletariat wird das Joch der Autokratie abwälzen, um danach den Kampf mit dem Kapitalismus und der Bourgeoisie bis zum vollen Sieg des Sozialismus weiterzuführen. Damals stimmten Lenin und Struve überein, dass eine sozialistische Revolution in Russland eine kapitalistische Entwicklung voraussetze und deshalb die Demokratisierung des Staates vorangetrieben werden müsse. Und in 1894 formuliert Struve auch seinen berühmten Satz, der ihm später eben von den Linken immer wieder vorgeworfen wurde. Er sagt nicht, also wir müssen unsere Unkultiviertheit eingestehen und wir müssen zum Kapitalismus in die Lehre gehen. Das sagt der frühe Struve, der tatsächlich noch ein enger Mitarbeiter von Lenin gewesen ist. Das Zerwürfnis zwischen Lenin und Struve war in den späten 1890er Jahren bereits vorprogrammiert. Beide glaubten zwar an den Marxismus, hatten jedoch ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, was sie Kapitalismus nannten. Für Struve war der Kapitalismus eine leistungsfähige Gesellschaftsordnung, die moderne staatliche Institutionen und eine Hochkultur hervorgebracht hatte. Für Lenin hingegen bedeutete Kapitalismus nur ein Ausbeutungssystem, das unbedingt zerstört werden musste. Nach seiner jugendlichen Begeisterung für den Marxismus und dem Bruch mit Lenin wandte sich Struve einem religiös fundierten Liberalismus zu. Struve war Protestant und konnte die theokratischen Sympathien von Berdjajew und Bulgakov nur bedingt nachvollziehen. Von 1902 bis 1905 gab Struve in seinem ersten Exil in Stuttgart die Wochenzeitung Die Befreiung heraus, Assoberstenje, und organisierte den liberalen Befreiungsbund,
der zur Keimzelle der konstitutionell-demokratischen Partei wurde, also der KADEP. Übrigens ist der Gründungskongress des Befreiungsbundes in der Schweiz abgehalten worden, in Schaffhausen, ja, 1903. 1907 wurde Struve dann als Abgeordneter in die zweite Duma gewählt. Struve entfaltete eine intensive publizistische Tätigkeit. Allerdings lag seine Stärke weniger im Verfassen eigener Arbeiten als vielmehr im Anstoßen und Redigieren von Texten seiner Gesinnungsgenossen. 1917 erhielt er dann sogar die Ehrendoktorwürde der Universität Cambridge. Für Struve war die Oktoberrevolution eine welthistorische Katastrophe, die mit allen Mitteln bekämpft werden musste. Er engagierte sich im Bürgerkrieg auf der weißen Seite und wurde letztlich sogar zu einem Revolutionär der Konterrevolution. Der Intelligenzia warf er vor, die nationale Idee Russlands vernachlässigt zu haben, und die Religion verlor gegenüber der Nation an Bedeutung. In einem Brief an Simon Frank bezeichnete Struve, der späte Struve, sein Lebenswerk als Verbindung eines theoretischen Agnostizismus mit einem praktischen Konservatismus. Nach der Oktoberrevolution musste Struve als bekannter und einflussreicher Journalist fliehen, und er emigrierte dann zunächst nach Paris. Im Exil erneuerte Struve seine publizistische Tätigkeit. Seine politischen Ansichten erhielten nun zunehmend eine monarchistische Färbung. Er definierte seine Position als liberalen Konservatismus und erblickte im russischen Nationaldichter Alexander Puschkin einen Vertreter dieser Richtung. Und Struve koordinierte dann antikommunistische Initiativen in den russischen Emigrationszentren Berlin, Prag, Warschau, Sofia und Belgrad. In den 30er Jahren wandte sich dann Struve noch einmal Lenin zu. Er verfasste Memoiren über Lenin, in denen er ein sehr abstoßendes Porträt des Revolutionsführers zeichnete. Und natürlich verzerrt hier die negative Erfahrung der Oktoberrevolution das ursprüngliche Bild, und gleichwohl scheint aber Lenins, ich zitiere, abstrakter gesellschaftlicher Hass und seine kalte politische Grausamkeit scheint für Struve bereits in jungen Jahren ein Problem gewesen zu sein. Struve sagte, Lenin sei von asketischem Machthunger besessen gewesen und habe überhaupt keinen Sinn für Kompromisse gehabt. Und in einem Buchbeitrag aus dem Jahr 1920 hatte Struve bereits Lenin als Henker bezeichnet, und er attestierte ihm schon damals persönliche Bosheit und moralische Perversion. Und umgekehrt schenkte auch Lenin Struve nichts. Nach dem Bruch zwischen Struve und Lenin im Jahr 1990 mochte Lenin nicht einmal mehr ausschließen, dass Struve umgebracht werden sollte. Und Ende der 20er Jahre wandte sich Struve eben entschieden gegen die naive Einschätzung westlicher Kommentatoren, die dem guten Lenin dem bösen Stalin entgegenstellten. Struve hatte bereits 1911 einen Band herausgegeben mit dem Titel Patriotika, und hier eben schwingt so schon seine nationale Überzeugung an, und in diesem Band Patriotika 1911 spricht Struve darüber, was sein Verhältnis zur Religion ist. Also Struve beantwortet hier die berühmte Gretchenfrage. Und er sagt hier Folgendes, das ist im Jahr 1911 vor der Oktoberrevolution: Ich glaube, dass die aktuelle religiöse Krise abgelöst wird durch eine neue,
echt religiöse Weltanschauung, in der die alten Motive des religiösen Liberalismus auferstehen werden, die aus dem Christentum entstanden sind. Die Idee eines persönlichen Heldentums und einer persönlichen Verantwortung, die ergänzt werden durch ein neues Motiv, das Motiv der Freiheit der Person, verstanden als schöpferische Autonomie. Im alten religiösen Liberalismus waren nicht umsonst so stark die Idee der göttlichen Vorherbestimmung und der göttlichen Gnade. Dieser Liberalismus hat alle Kraft des schöpferischen Willens in Gott konzentriert. Struve meint hier, spielt hier natürlich eben auf den Calvinismus an und eben auf einen Liberalismus, wie er von Max Weber beschrieben wird. Und jetzt sagt Struve aber, ein aktuelles religiöses Bewusstsein kann sich mit einem solchen Gottes- und Menschenverständnis und ihrer Wechselbeziehung nicht einverstanden erklären. Der Mensch als Träger des persönlichen schöpferischen Heldentums im Kosmos, das ist die zentrale Idee, die mit Gewalt oder friedlich, schnell oder langsam die ganze Menschheit ergreifen wird. Die ganze Menschheit religiös ergreifen wird und in ein erstarrtes und persönliches und gesellschaftliches Leben eine neue Kraft eingießen wird. Das ist mein Glaube. Und man sieht hier, dass Struve tatsächlich so etwas wie eine Zivilreligion entwirft. Und für ihn geht es vor allem darum, die Gesellschaft und die Entwicklung der Gesellschaft und letztlich auch des Staates nicht mehr einfach vom Gott herzuleiten, eben wie das der alte Liberalismus in seiner Sicht getan hat, sondern für ihn steht eben das selbstverantwortliche und schöpferische Individuum im Zentrum. Struve hat aber noch ein anderes Problem, und dieses Problem heißt Lenin. Oder man kann es auch ein bisschen breiter fassen, die Revolutionäre, die eben gewaltbereit sind. Könnte man ja sagen, nicht eben, das sind genau diese Individuen, die die Geschichte voranbringen können. Und 1933 sagt Struve in Belgrad eben Folgendes: Es gibt einen grundlegenden Widerspruch im Marxismus. Auf der einen Seite geht der Marxismus, der orthodoxe Marxismus, davon aus, dass sich die Geschichte selbst automatisch hin zum Sozialismus und Kommunismus entwickeln wird. Und auf der anderen Seite gibt es die Gruppe der gewaltbereiten Revolutionäre, die glauben, eben sie müssten persönlich in die Geschichte eingreifen. Und das ist das Spannungsfeld, in dem sich Struve selber bewegt. Er muss tatsächlich versuchen, in die Gesellschaft und den Staat durch diese beiden Extreme hindurch zu navigieren. Ich habe das eben versucht, so zusammenzufassen. Das Gottesbild von Struve ist ein zivilreligiöser Gott. Struve ist zeitlebens Lutheraner geblieben und eben hat nicht das eben klassische russische orthodoxe Konzept der Symphonia zwischen weltlicher und geistlicher Macht vertreten. Der Mensch ist hier ganz anders verstanden als bei Lenin. Lenin hat ja berühmterweise vom sogenannten Menschenmaterial gesprochen, nicht? Also, dass man zu seinem Glück zwingen muss.
Und Struve hat durchaus auch ein pessimistisches Menschenbild gehabt, aber er hat verschiedene Initiativen gestartet, die Menschen auf ein oder zur Kultur zu bringen, Kulturinitiativen gestartet. Und letztlich eben ist auch seine ganze publizistische Tätigkeit nichts anderes als der Versuch, eben in Russland eine politische Kultur heranzubilden, in der der Einzelne sich dann auch politisch und verantwortungsvoll engagieren kann. Der Staat, wie ich bereits gesagt habe, Struve ist ein Gasudarstvennik, also ein Vertreter eines starken Staates. Er tritt für ein Großrussland ein. Gleichzeitig hat er sich in seinen späten Jahren zu einem liberalen, konservativen Denker entwickelt. Kommen nun zu Simeon Frank. Simeon Frank stammt aus einer polnisch-jüdischen Familie, die nach dem Januaraufstand 1863 nach Moskau gezogen war. Nach dem frühen Tod des Vaters erhielt Frank von seinem Großvater eine jüdische religiöse Erziehung. Im Gymnasium gab Frank dann allerdings seinen Kindheitsglauben auf und entwickelte sich zu einem überzeugten Marxisten. Frank studierte Philosophie und Rechtswissenschaften in Moskau und nach seinem akademischen Erstabschluss ging er nach München, Heidelberg und Berlin, wo er auch bei Georg Simmel Vorlesungen hörte. In diesen Jahren wandte sich Frank mit seinem Freund und philosophischen Weggefährten Piotr Struve einem liberal-konservativen Idealismus zu. Simeon Frank bewunderte den 7 Jahre älteren Piotr Struve sehr und entwickelte seine eigenen Ideen in ständiger Auseinandersetzung mit ihm. Frank nannte Struve sogar seinen Mentor. Und von 1906 bis 1908 lebten die beiden Freunde in Sankt Petersburg sogar in einer Symbiose. Das ist ein Ausdruck, den Frank selber geprägt hat. Diese Symbiose ging so weit, dass Struves Frau mit den Kindern in einer Wohnung lebte und der Familienvater Struve mit Frank in einem benachbarten Appartement. Frank stand mit seinen religiösen Überzeugungen, wie seine auch eben religiöse Biografie zeigt, seit jeher über den Konfessionen. Er war in eine jüdische Familie hineingeboren worden, gab dann seinen Glauben für eine sozialistische Ethik auf und ließ sich schließlich als 23-Jähriger taufen. Diese Konversion stieß auch auf das Unverständnis des Philosophen und Neukantianers Hermann Cohen, der 1914 einen Vortrag in Sankt Petersburg hielt und sich schroff von Simeon Frank abwandte, als er erfuhr, dass Frank ein getaufter Jude sei. Frank übernahm von Wladimir Solowjow die Idee einer Alleinheit der Welt, zog daraus aber ein anderes Schlüsse. Frank war davon überzeugt, dass auch das Böse zur Welt gehöre und deshalb nicht erklärt, sondern aus persönlicher Überzeugung bekämpft werden müsse. Den Nationalsozialismus lehnte Frank ebenso heftig ab wie den Bolschewismus. Frank hat sich auch mit Heideggers Philosophie auseinandergesetzt. Frank hat Sein und Zeit gelesen und Notizen dazu angefertigt. Und Frank hob als Heideggers wichtigste Leistung das Erkennen der verborgenen Existenz der Urprinzipien des Seins hervor. Heidegger wolle von der Erkenntnis des Seins zum Erkenntnis des Seins voranschreiten. Frank erkannte die Substanz von Heideggers Denken an, war aber zunächst nicht überzeugt
von Heideggers Ansatz. Frank fehlte in Sein und Zeit vor allem die Liebe. Heideggers Philosophie sei eine Philosophie der äußersten Einsamkeit und damit der äußersten Verzweiflung. Kurz vor seinem Tod las Frank allerdings die Essays in Heideggers Holzwegen und änderte seine Meinung über Heidegger daraufhin radikal. Er schrieb an den befreundeten Psychiater Ludwig Binswanger Folgendes, das ist im Jahr 1950, Sie wissen, was mich bei Heidegger abstieß, seine Vorstellung über die Abgeschlossenheit der Seele, das Existieren in einem luftleeren Raum, das direkte Gegenteil meiner metaphysischen Vorstellung vom Leben. Und trotzdem liegt der Sinn des neuen Buchs darin, dass Heidegger sich aus dieser Dunkelkammer befreit und ins Freie findet, den Weg zum wahren Sein. Dieser Weg war für die gesamte deutsche Philosophie der letzten 100 Jahre verborgen. Also eben, ich habe auch hier versucht, diese drei Kategorien anzuwenden auf Frank. Also Gott ist für Frank ein überkonfessioneller Gott, auch ein Gott, der sich aus dem Weltgeschehen heraushält. Der Mensch existiert gegenüber Gott und gerade eben, weil Gott sich aus dem Weltgeschehen zurückgezogen hat, liegt es nun am Menschen, das Böse in der Welt zu bekämpfen. Wie sieht es mit dem Staat aus? Ich habe Ihnen hier ein Zitat mitgebracht aus einem Aufsatz aus dem Jahr 1925. Und hier prägt Frank den Begriff der Anthropokratie, also die Menschenherrschaft. Die herrschende zurzeit Anthropokratie führt unweigerlich zum Verlust des historischen Gedächtnisses und von daher auch zum Schwanken, zur Flüchtigkeit des gesellschaftlichen Seins. Das ist die immanente Strafe der Anthropokratie. Im Gegenteil, die Theokratie im breiten ursprünglichen Sinne dieses Wortes als die Bestätigung des gesellschaftlichen Seins auf dem Bewusstsein des Ewigen verstärkt auch die Erinnerung an das Vergangene, die Gegenwart des Vergangenen in der Gegenwart. Und die Theokratie ist eine notwendige Bedingung der echten Kraft und der schöpferischen Bedeutsamkeit des öffentlichen Lebens, des gesellschaftlichen Lebens. Und man sieht hier, dass Frank natürlich mit der Anthropokratie vor allem den Bolschewismus im Auge hat und den Bolschewismus nicht mit seiner Zukunft fixiert hat. Und im Namen der Zukunft wird alles geopfert und erfordert hier ein Bewusstsein einer wahren Theokratie, die installiert werden muss. Und hier ist der Mensch aufgerufen, diese wahre Theokratie ins Werk zu setzen, weil Gott eben seine Theokratie nicht von sich aus einspielt in die Weltgeschichte. Berdjajew. Als Student wurde Berdjajew wegen sozialistischer Umtriebe von der Kiewer Universität ausgeschlossen und Nikolai Berdjajew hatte sehr früh auch Piotr Struve kontaktiert. Struve half bei Berdjajews philosophischem Debüt tatkräftig mit. Berdjajew hatte im Jahr 1900 das Manuskript Subjektivismus und Individualismus in der Gesellschaftsphilosophie an Struve geschickt. Und Struve hat bei der Veröffentlichung geholfen und steuerte sogar ein langes Vorwort bei. Berdjajew wurde wegen seiner sozialistischen Umtriebe 1901 nach Wologda verbannt und 1904 ins ukrainische Zhytomyr.
Außer einem Ehrendoktorat der Universität Cambridge erlangte er während seines ganzen Lebens kein akademisches Zeugnis. Umso energischer schuf er sich seine eigenen Foren, die ihm die Präsentation seiner originellen, oft auch eigensinnig und dogmatisch vorgetragenen Philosophie erlaubte. Er hat dann verschiedene Zeitschriften herausgegeben, hat einem Moskauer Philosophieverlag angehört. Nach der Oktoberrevolution gründete Berdjaev eine freie Akademie für geistige Kultur, an der er Vorlesungen hielt. 1922 wurde dann Berdjaev, wie gesagt, ausgewiesen auf einem der Philosophenschiffe. Er siedelte zunächst nach Berlin, dann nach Paris. Berdjaev hat dann auch in Paris eine eigene Zeitschrift gegründet. Allerdings blieb er in der russischen Immigrationsgemeinde isoliert, weil sich Berdjaev intensiv um eine Wiedergeburt des geistigen Lebens in der Sowjetunion bemühte. Berdjaevs Frühwerk kreist um das Thema der Freiheit und ihren deutlichsten Ausdruck findet diese Tendenz in den Werken Die Philosophie der Freiheit 1911 und Der Sinn des Schaffens 1916. Berdjaevs Freiheitsbegriff weist strukturelle Ähnlichkeiten mit der marxistischen Emanzipationsidee auf. Die Freiheit ist keine transzendente Größe, sondern findet ihren Sinn nur innerhalb der Welt. Obwohl Berdjaev selbst ein radikaler Gegner der Zarenherrschaft war, erschien ihm die Oktoberrevolution als eine schreckliche Katastrophe. Allerdings konnte Berdjaev der Revolution einen Sinn als schmerzhafte Erneuerung der russischen Kultur abgewinnen. Aus Berdjaevs Sicht stellte die Revolution deshalb weniger einen Bruch als vielmehr eine Kontinuität in der russischen Geschichte dar. Die Schreckensherrschaft der Sowjetdiktatur präsentierte sich ihm als Strafe für die geistige Lehre Russlands. Am 6. November 1922 schrieb Berdjaev an Pjotr Struve, zitiere: Der Bolschewismus ist nur eine sekundäre und reflexartige Erscheinung, nur ein Symptom der geistigen Krankheit des Volkes. Man darf die Bedeutung des Bolschewismus nicht überbewerten, ebenso wie man früher die Bedeutung der Autokratie nicht überbewerten durfte. Wichtiger sind wir selbst. Die Albträume, die uns jetzt bedrücken, die äußerlich hohe Gewalt, ist nur ein Ausdruck unserer eigenen geistigen Schwäche, ist nur eine Strafe für unsere Sünden. Die hässliche und widerliche russische Revolution ist ein Weg des Loskaufs. Die Bolschewiki sind uns von der Vorsehung geschickt worden. Berdjaev ist auch im Exil nicht wirklich ein Demokrat gewesen. Er hat sich sympathisch geäußert über den italienischen Faschismus und im Jahr 1938 kommentierte er das Münchner Abkommen mit dem Hinweis auf die schicksalshafte Kraft Hitlers, mit der Hitler die alte europäische Diplomatie in die Knie zwingen könnte. Und Berdjaev meinte das tatsächlich positiv. Der Nationalsozialismus hingegen erschien ihm als freiheitsverachtende Diktatur, von der sich der ebenfalls noch geistlose Sowjetkommunismus abhebe. Hinter der stalinistischen Fassade erblickte der späte Berdjaev allerdings die schöpferische Macht der russischen Idee, die auch unter den Bedingungen eines autoritären Systems den Wert der individuellen Persönlichkeit achte. Also nochmals als Zusammenfassung, also Berdjaev konzipiert Gott
als das Ebenbild des Menschen. Also er dreht hier eigentlich die Christologie um. Der Mensch ist deswegen bei Berdiaev eben die Verkörperung der individuellen Freiheit und des Schöpfertums. Berdiaev hat hier eben auch sehr stark abgestellt auf die individuelle schöpferische Persönlichkeit, auf die Ungleichheit und ist damit natürlich dann auch in Konflikt geraten mit religiösen Denkern, die ihm vorgeworfen haben, dass er eigentlich den Menschen vergotte. Ich habe hier noch ein Zitat eben zu Berdiaevs Vorstellungen in einer idealen Gesellschaft. Wir glauben an die objektive kosmische Kraft der göttlichen Wahrheit, an die Möglichkeit, auf göttliche Weise das irdische Schicksal des Menschen zu lenken. Dann siegt die wahre Theokratie über die falsche Demokratie, die Vergottung einer Menge menschlicher Willen, ebenso wie über die falsche Theokratie, nämlich dieselbe Vergottung des menschlichen Willens im Caesaropapismus oder Papo-Caesarismus. Gut, jetzt komme ich zum letzten Autor, das ist Sergei Bulgakov. Auch Sergei Bulgakov begann seine akademische Laufbahn als überzeugter Marxist, der sich auf Fragen der politischen Ökonomie spezialisierte. Und Bulgakov beschloss eben seine philosophische Tätigkeit als langjähriger Dekan des Russischen Theologischen Instituts in Paris. Während seiner Studienzeit in Deutschland traf Bulgakov mit führenden Sozialdemokraten wie Kautsky, Bebel und Liebknecht zusammen. Seine marxistische Phase schloss Bulgakov 1903 mit einem Sammelband seiner Aufsätze unter dem programmatischen Titel »Vom Marxismus zum Idealismus« ab. 1906 erschien Bulgakovs Aufsatz »Karl Marx als religiöser Typus«, der als eine Art ideologischer Vatermord gelten darf. Ins Zentrum seiner Marx-Deutung stellte Bulgakov den Atheismus, den er als widersprüchliches Element des marxischen Sozialismus herauspräparierte. In der Folge wandte sich Bulgakov dann einer religionsphilosophisch fundierten Gesellschaftsanalyse zu. Diese Stoßrichtung zeigte sich auch in seinem politischen Engagement. Bulgakov war Abgeordneter in der zaristischen Duma und setzte sich für christlich-demokratische Positionen ein. 1912 erschien seine Philosophie der Ökonomie, in der er eine soziologische Theorie menschlicher Wirtschaftsbeziehungen entwarf. Dabei galt ihm gerade nicht der kapitalistische Markt als Grundmodell, sondern der kosmogonische Weltprozess. Der Mensch erhält laut Bulgakov seine schöpferische Fähigkeit von Gott. Nur weil der Mensch selbst Teil der Schöpfung ist, kann er auch selbst schaffen. Im Handeln des Menschen spiegelt sich das göttliche Schaffen, das ebenfalls ökonomischen Grundsätzen unterliegt. Der Mensch handelt ökonomisch, um den Tod abzuwenden und damit setzt er sich gleichzeitig in Beziehung zur göttlichen Welt, zur Sophia. Bulgakov war derjenige, der am radikalsten auf die revolutionären Umwälzungen des Jahres 1917 reagierte. Auf dem allrussischen Kirchenkonzil, das im August 1917 abgehalten wurde, spielte er eine wichtige Rolle. Er hielt fest, dass Demokratie ohne geistliche Führung wertlos sei und sich deshalb der Kirche unterzuordnen habe. Diese Einsicht hatte für Bulgakov einschneidende Konsequenzen. Zu Pfingsten 1918 empfing er die orthodoxe Priesterweihe. Auch die Oktoberrevolution deutete Bulgakov in einem religiösen Schlüssel. Im Frühjahr 1918 entstand ein Text in Dialogform, den Bulgakov unter dem Titel »Am Festmahl der Götter« als Separatum in Kiew drucken ließ. Später
ist dieser Text dann auch als Kapitel in Struves Sammelband aus der Tiefe erschienen. Dieser Dialog ist in seiner Konzeption den drei Gesprächen Solovjovs nachempfunden. Und Bulgakov schreibt hier der orthodoxen Kirche entscheidende Bedeutung zu. Noch in der größten Not bleibt Jesus Christus das Ideal des russischen Volkes. Und dieser Einsicht ist allen Gesprächsteilnehmern gemeinsam. Wenig Erfolg war Bulgakovs Versuch beschieden. Die emigrierten Religionsphilosophen im Jahr 1924 in der Bruderschaft der Heiligen Sophia zusammenzuführen. Neben Simeon Frank, Pavel Novgorodzow und Anton Kartaschow gehörten hier die Theologen Wassily Senkowski und Georgi Florowski an. Struve war zwar formal Mitglied, nahm aber nie an den Versammlungen teil. Kurzzeitig schloss sich auch Berdjajew diesem philosophischen Zirkel an, aber auch eher oberflächlich. Die Bruderschaft der Heiligen Sophia versuchte die historischen Erschütterungen in Russland in einer soziologischen Spekulation einzubetten. Die göttliche Weisheit hat in dieser Konzeption die Menschen nicht verlassen, sondern sie ruft die Menschen in einer Prüfung auf, sich zu ihr, zu Sophia zu bekennen. Und sie sehen hier eben auch die Nähe zu Berdjajews Konzeption. Diese soziologischen Spekulationen haben Bulgakov dann auch im Exil in Paris in die Bredouille gebracht. Er wurde dann auch der Häresie angeklagt, weil er hier zum Beispiel in eben einem Dokument spekuliert hat, nicht also, dass die Sophia in irgendeiner Form neben die drei göttlichen Hypostasen, eben Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist tritt. Also man sieht das hier beim zweiten Punkt. Sophia verfügt über kein eigenes hypostatisches Sein, sondern hypostasiert sich selbst aus jeder der göttlichen Hypostasen. Also das ist schon sehr gewagt formuliert. Also Bulgakov führt hier gewissermaßen eine Hypostase zweiter Ordnung ein. Das heißt also, Gott ist in Bulgakovs Konzeption eigentlich eingebettet in eine soziologische Spekulation. Der Mensch eben muss sich auf sein Gott-Menschentum besinnen. Allerdings eben legt Bulgakov, wenn er vom Gott-Menschentum spricht, den Akzent auf Gott, während der Akzent bei Berdjajew auf den Menschen liegt. Und dann hat Bulgakov auch eben die Idealvorstellung, dass der Staat eigentlich eben wie eine religiöse Gemeinschaft organisiert sein müsse. Er hat sich bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts als christlichen Sozialisten bezeichnet und gegen Ende seines Lebens hat hier natürlich eben das Christentum und das Religiöse dann überhand genommen. Das ist das, was ich zeigen wollte. Jetzt kann man natürlich dann auch sich überlegen, also wo könnte in der aktuellen Krise ein neuer politisch-philosophischer Diskurs in der russischen Geistestradition anknüpfen. Und eben wenn Sie jetzt diese vier, ja vielleicht berühmtesten Denker des 20. Jahrhunderts anschauen, dann will es zumindest mir scheinen, dass wir nirgendwo jetzt jemanden haben, dem wir bedingungslos zustimmen können. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank, Jasa, für diese sehr übersichtliche Darstellung. Jasa, auch dann so dessen, ja, so was die Frage der Rezeption, ja, so dieses Denkens, ja, so in der postsowjetischen Zeit betrifft, das ja, das waren ja so die Grundsäulen, ja, so kann man sagen, ja, so des
der post-sowjetischen intellektuellen und philosophischen Debatte. Also insofern kann man sich tatsächlich fragen, ja, wo kann man sie da tatsächlich noch anknüpfen. Ja, ich bitte Sie um die Wortmeldungen und Fragen, Kommentare. Bitte schön. Bitte. Ich wollte erst eigentlich auch warten, aber ich will genau da anknüpfen, wo du jetzt, wenn du aufgehört hast. Wenn man sich diese Staatsvorstellung anguckt, dann ist das ja schrecklich. Das ist ja eigentlich keine, ja, keine Antwort auf den Marxismus. Also, oder das ist ja, wir haben totalitäres Staatsgebilde in der Sowjetunion und die Vorstellungen, die die Emigranten haben, die im Exil sind, sind genauso starker Staat, also Theokratie, Staat als Kirche, dann eben auch dieser Imperiumsgedanke, der ja auch nie rausgekommen ist, also nirgendwo. Also eigentlich ist das doch ja eigentlich schrecklich. Also vor allen Dingen, weil man das zwischen dem Mittleren und dem, also zwischen Mensch und Staat sieht. Also der Mensch ist ja doch, wird ja, soll ja doch individuell, also in den Vorstellungen eine individuelle Freiheit haben oder der Gedanke der Freiheit ist ja da. Aber wie kann man dann diesen großen Gegensatz dann trotzdem, lässt sich das in einem, nur in einem, ja, in einem theokratischen Staat verwirklichen? Das ist ja irgendwie so, eine, so ein Sprung. Freier Mensch, der sich in einer Theokratie lebt, also das ist ja irgendwie unmöglich, oder? Also es ist doch schwer, gerade wenn man dann schaut auf die Gegenwart, was bleibt davon eigentlich? Also es ist... das war jetzt das eine, was ich noch sagen wollte, und ja. Zum anderen ist das ja doch auch, was man natürlich sehr ganz offensichtlich ist, ist, da könnte man nicht Dostojewski als die große Verbindungsfigur zwischen diesen Denkern so sehen, auch in gewisser Weise, also weil da scheint mir doch sehr, sehr viel auf alle vier gewirkt zu haben. Ja, also vielleicht zum ersten Teil deiner Frage. Also ich glaube, die tiefste Erklärung eben für diese Faszination mit der Theokratie und eben alle diese Vorstellungen einer organischen Gemeinschaft, eben eines nicht verrechtlichen Staates, das liegt in diesem Böckenförde-Diktum. Also Ernst Wolfgang Böckenförde, der deutsche Verfassungsrechtler, hat ja dieses berühmte Diktum geprägt, hat gesagt, der moderne Rechtsstaat lebt von Voraussetzungen, die er selber nicht garantieren kann. Und ich glaube, das gilt für Deutschland, aber es gilt auch für Russland und es gilt auch für die Staatsformen, mit denen diese vier Philosophen konfrontiert waren, in Realität, aber auch in ihren eigenen Entwürfen. Also Struve hat ja auch 1908, glaube ich, eine eigene Verfassung entworfen für Russland, dem er versucht hat, eben einerseits diese Rechtstradition, die Verfassungstradition des Westens aufzunehmen und andererseits aber gleichzeitig auch gesehen hat, dass eben der Staat in Russland nicht einfach nur auf eben einer Verrechtlichung beruhen kann. Das war, glaube ich, die tiefste Überzeugung all dieser Denker. Und darin eben liegt einerseits ihre Einsicht, aber andererseits auch ihre Problematik, weil sie eben den russischen Staat immer wieder versuchen, aus irgendeiner Transzendenz heraus zu begründen und auch das Zusammenleben der Menschen oder das, was sie als Gesellschaft betrachten, dann immer irgendwie metaphysisch begründen. Nicht? Also die Gesellschaft als solche, ja, existiert kaum. Also wir haben dann plötzlich dann elitäre Vorstellungen, wie bei Berdyaev, also zum Beispiel wird ja jetzt auch sein Kapitel über Konservatismus von Putin verteilt an alle Staatsbeamten und Bulgakov geht ja so weit, dass er sagt, wir können die Gesellschaft nur so erklären, wie das Marx gemacht hat, nämlich in einer Basisüberbau-Logik. Allerdings ist die Basis nicht durch die Produktionsverhältnisse gekennzeichnet, sondern durch die Religion.
Die Religion ist die Basis und auf der Basis der Religion baut sich dann der Überbau auf und das führt dann tatsächlich eben einigermaßen konsequent zu diesen Konzeptionen. Jetzt muss ich mir nochmal die zweite Frage sagen. Dostojewski, genau. Ja, ich würde sagen, nicht also derjenige unter den vier Autoren, der sich am intensivsten mit Dostojewski beschäftigt hat, ist ja Berdjajew, nicht? Also er bezeichnet ihn, Dostojewski, als einen Geist der russischen Revolution. Und wenn man schaut, nicht also was Dostojewski an in Staatskonzepten vertreten hat, vor allem eben der späte Dostojewski. Ich habe ja immer den Eindruck, nicht, also dass es gibt dieses Dostojewski-Syndrom, eben wenn man progressive Ansichten hat, nicht, dann muss man die Leute nur einer Scheinhinrichtung zuführen, 8 Jahre ins Gefängnis stecken und dann werden sie zu überzeugten Monarchisten. Und in diesem Sinne denke ich auch nicht, also dass eine direkte Linie führt von Dostojewski zu eben Leuten wie Iwan Ilin, die ja auch entsprechende Staatsprojekte entworfen haben, an denen natürlich Dostojewski seine helle Freude gehabt hätte. Gleichzeitig ist natürlich auch klar, dass eben zum großen Glück Dostojewski als politischer Denker, ja, glaube ich, tatsächlich keinen direkten Impact gehabt hat. Nicht? Und eben, also bei Struve ist es ja so, ich weiß nicht, ob man das tatsächlich ernsthaft so behaupten kann, nicht? Also dass wie Struve das selber gemacht hat, nicht, dass seine politische Konzeption eigentlich von Puschkin vertreten worden sei. Ich halte das für eine überzeugende, erzogene Deutung. Bitte. Hallo. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe zwei Fragen, aber im einen. Also wenn wir werden über diese Leute denken als normale Person, als normale Individuellen, also nicht als große Denker, dann, also diese Revolution muss man considerieren als eine Tragödie und dann, es kann man auch sehen, also haben diese Leute sich gefühlt, dass sie hat, also sie eine verlierende Partei also sind? Und wenn ja, dann haben sie irgendwie kritisch selbst angeschaut, also irgendwelche Reflexionen, was haben wir falsch gemacht? Und es ist eine. Und die zweite Frage wird, kann man sagen, dass es auch sie hat auch radikalisiert mit dem, also durch die Zeit, also nach der Revolution und ja, kann man das sagen, dass es also diese Theorie mit der Zeit hat radikalisiert? Also eben, ich würde sagen, der große Nachteil dieser Zusammenstellung ist, dass die Entwicklung dieser Denker natürlich nicht abgebildet ist. Also eigentlich müsste man hier noch eine dritte Dimension einziehen, nämlich die zeitliche Entwicklung. Und bei der zeitlichen Entwicklung würde ich sagen, nicht, also Radikalisierung ist am deutlichsten hier bei Struve, würde ich sagen, hinsichtlich eben Kampfes gegen dieses absolut abzulehnende System des Bolschewismus. Und Bulgakov hat sich selber bis zu einem gewissen Grade auch radikalisiert, nicht also in seinen theologischen Spekulationen. Frank, würde ich sagen, nicht also hat sich eben zurückgezogen aus eben einem gesellschaftlich-politischen Engagement. Und Berdjajew hat sich verstanden eigentlich als jemand, der ja, den historischen Prozess beobachtet und eben, wie ich gesagt habe, in der Spätzeit hat Berdjajew tatsächlich auch eine seltsame Faszination für diese
demiurgischen Projekte an den Tag gelegt. Nicht? Also wie sie der Faschismus, der Nationalsozialismus und dann eben auch der Stalinismus waren. Berdjajew ist dann gewissermaßen in ein Dilemma reingeraten, nicht? Also, weil seine Hauptwerte sind die schöpferische individuelle Freiheit. Und da sind natürlich Leute wie Mussolini, Hitler oder Stalin sind zunächst mal positiv. Und dann eben die Freiheit. Und da sind genau dieselben Leute dann wieder negativ. Und ich glaube, der späte Berdjajew ist eben aus diesem Dilemma nie richtig herausgekommen. Waren Sie in gewissermaßen auf verlorenem Posten? Ich glaube, am deutlichsten war dieses Bewusstsein tatsächlich vorhanden, als dieser Sammelband Iz Glubiny entstanden ist, aus der Tiefe. Nicht? Also eben, wie ich gesagt habe, eben einer der ursprünglichen Titel für Vechi 1909 war eben, wir müssen uns erheben als Intelligenz, wir müssen ein neues produktives Verhältnis zur Gesellschaft, zur politischen Wirklichkeit finden. Und 9 Jahre später ist dann die Einsicht, das ist uns nicht gelungen. Wir sind komplett gescheitert und jetzt eben sind wir tief gefallen, nicht? Iz Glubiny, schreien wir zum Herrgott, nicht? Also das ist dieses alttestamentarische Bild. Und eben, ich denke, gewissermaßen gibt es in den Biografien, den intellektuellen Biografien dieser 4 Denker 2 Scharniere. Nicht? Das eine ist 1900, also vom Marxismus zum Idealismus, und das zweite Scharnier ist dann eigentlich 1918, als die Leute gewissermaßen für sich selber eine neue Raison d'être finden mussten. Sie mussten sich selber neu erfinden. Was mache ich mit meinem Leben, wenn alles, was ich mir erträumt habe, alles, wofür ich auch publizistisch, intellektuell gearbeitet habe, wenn alles eben den Bach runtergeht, eben wie kann ich überhaupt noch meine eigene Existenz sinnvoll ausfüllen? Und eben das ist dann, glaube ich, eben einerseits in einer Radikalisierung erfolgt, andererseits auch in einem Rückzug. Ja, vielleicht auch noch auf einen Aspekt, der geht ja auch zurück auf Solowjow, da wabert ja überall noch der Geist von Solowjow, diese Alleinheitsphilosophie, dieses Hochspekulative, also Bereiche, die man eigentlich, nun ist der Begriff Philosophie ja nicht geschützt, die man also vielleicht auch mit anderen Etiketten versehen könnte, Esoterik oder Magie oder sonst was. Aber wenn man das mal versucht zusammenzufassen, es ist immer etwas Totalitäres da, allein schon dieser Begriff der Alleinheit lässt ja nichts außerhalb zu. Dann gerade bei Berdjajew, der ja ein Graphoman war und von sich mal sagt, er schreibt etwas hin und prüft es dann nicht mehr nach, diese, und auch bei Bulgakov, diese extreme Unpräzision, das heißt Tvorchesky Podvig, Smysl Tvorchestva, was heißt dieses Schöpfertum, das kommt ständig vor, aber es wird nie irgendwie präzisiert. Also eine enorme terminologische Unpräzision. Dann dieses Hochspekulative, etwa bei Bulgakov, der hat ja nicht nur über die Sophiologie oder über die Sophia spekuliert, sondern auch ein ganzes Buch geschrieben auf Jakobs Leiter über Engel, wo er also genaue Einblicke in die himmlischen Hierarchien hat. Also wie passt das alles zusammen unter unserem Begriff einer rationalen oder einigermaßen nachvollziehbaren Denkarbeit, die man als Philosophie begreift. Da ist doch vieles ja esoterisch, hochspekulativ, begrifflich unpräzise. Ich meine jetzt weniger Strobe, aber vor allem Berdjajew und Frank, wenn man und Bulgakov, wenn man das liest, ja, was,
Was ist das eigentlich? Entspricht das unserem Begriff von Philosophie? Also ich möchte da so ein bisschen wieder anknüpfen an das, was Christoph Gaskar auch gleich als erste Reaktion auf dieses Panorama hier sagte. Was Solowjow hat ja mal gesagt, nicht alles, was an der russischen Philosophie philosophisch sei, sei komplett unrussisch, und alles, was russisch sei, sei komplett unphilosophisch. Und eben das greift wahrscheinlich genau das Problem auf, das du ansprichst. In der Tat, nicht, also es ist für uns, die wir uns mit diesen Texten beschäftigen, immer schwierig. Nicht? Also auf der einen Seite, eben ich hatte bei diesem Band, den ich ganz am Anfang erwähnt hatte, diese Texte selber übersetzt. Und da juckt es mich andauernd in den Fingern. Man möchte den Leuten am Zeug rumflicken, man möchte sie auf eine einheitliche, klare Terminologie verpflichten. Aber es ist ihr Text. Nicht? Also ich kann ja nicht einfach die Terminologie, die dann manchmal eben zwischen dem westlichen Fremdwort und dem russischen Wort wechselt, kann ich nicht einfach auflösen. Nicht? Also das klassische Beispiel ist die Philosophia Chasiaistva von Bulgakov. Nicht? Also er verwendet auch Ekonomia, Ekonomicheski und Chasiaistva. Nicht? Und Chasiaistva hat natürlich eben diesen organischen Oberton, der wahrscheinlich intendiert ist und eben wo alle diese Gemeinschaftsvorstellungen vorkommen. Und eben, also ich meine, dieser Tvorcheski-Podvig, der kommt ja auch bei Struve vor, nicht? Also in diesem Religionsbekenntnis, nicht? Also wo er sagt, eigentlich eben müssen wir unser Staat, wir würden vielleicht als Pendant sagen oder funktional sagen, das, was für uns staatsbürgerliche Verantwortung ist, ist eben aus russischer Perspektive, zumindest bei diesen vier Autoren immer, auch ein sich einpassen in eine Ordnung, die eben transzendent begründet wird. Und eine transzendente Begründung lässt sich natürlich mit schwammigen Begriffen einfacher bewerkstelligen als mit klaren Begriffen. Aber auf der anderen Seite denke ich nicht, also wenn wir unsere westlichen Verfassungstexte anschauen, nicht, also wir kommen ja auch nicht ganz ohne aus. Also in der Schweiz zum Beispiel ist der Gottesanruf in der Bundesverfassung erst 1999 gekippt worden und durch einen zivilreligiösen durch eine zivilreligiöse Präambel ersetzt worden. Nicht? Also in der Verantwortung vor der Schöpfung, das steht in der Präambel der Schweizerischen Bundesverfassung. Und das deutsche Grundgesetz eben ist da viel nüchterner. Aber es ist natürlich auch eine normative Setzung von Werten, die auch nicht begründet, weder begründet werden können, noch begründet werden müssen. Nicht? Also das berühmte Artikel, die Würde des Menschen ist unantastbar. Nicht? Also auch das ist ja im Prinzip nicht eine juristische Regulation, aber aus dem folgt dann eigentlich alles andere. Und dann eben gibt es ja in der Verfassung der Bundesrepublik auch noch die zwei Ewigkeitsklauseln, nicht? Also die demokratische Grundordnung darf nicht verändert werden und der föderale Aufbau darf nicht verändert werden. Könnte man ja auch sagen, nicht? Also ist das nicht auch gewissermaßen der Verweis auf eine transzendente Ordnung, die als zumindest als unverrückbar vorgestellt wird. Wobei umstritten ist, ob diese Formulierung, die Würde ist unantastbar, eine Tatsachenfeststellung oder eine Aufforderung ist. Ja, weder noch. Oder beides. Ja, genau, das ist ein metaphysischer Satz. Ich möchte ja so direkt an diesen Punkt anknüpfen, ja so mit dem religiösen
Religionsbegriffen. Du hast ja auch diesen Böckenförde-Satz zitiert und das ist natürlich auch, kann man sagen, also diese Grundlagen, die der Staat nicht legen soll, das ja, weiß ja Böckenförde, was das für Grundlagen sind. Und das, die sind religiöse Grundlagen, aber der bezieht sich auf eine, kann man sagen, gelebte Religiosität, die in Gestalt ja so von, auch von Ethik und ja so auch dann einem gewissen gesellschaftlichen Bewusstsein dann vorhanden ist. Und man kann sagen, auch man kann ja den anderen Namen noch nennen, nämlich Max Weber mit seiner These von dem Ursprung des Kapitalismus aus der protestantischen Ethik. Das ist ja auch dann so ein Versuch, aus der Religion quasi die gesellschaftliche Kraft dann zu abzuleiten und ja so auch bestimmte normativen Grundsätze abzuleiten. Also ich denke, dass das, obwohl ja Böckenförde Katholik ist, dann würde er trotzdem ja so dieser Diagnose auch dann wahrscheinlich zustimmen. Aber das, was wir ja so mit diesen vier Autoren erleben, das ist ja einerseits so die Erfahrung einer, ja kann man sagen, eines totalen Scheiterns, ja gerade dieses religiösen Projekts. Also sie hatten ja so mit diesem neuen religiösen Bewusstsein Anfang des 20. Jahrhunderts damit noch versucht, dann sozusagen diese Gestaltung der Gesellschaft dann zu vorzunehmen, dass man ja so nicht rein politisch, sondern auch dann sozusagen religiös die Motivation der Menschen dann ja so ja, mobilisiert, ja so für die Demokratie oder für die rechtsstaatliche Ordnung. Aber das kann man sagen, also die, sie haben das gerade erlebt, ja so dass dieses russische Volk, ja so das, wie heißt das, Baganositz auf Deutsch, ja so. Ja, so dieses, genau, Dostojewski-Mythos, das ist ja ein Mythos gewesen. Und dann, abgesehen von dieser atheistischen Politik der Bolschewiki, das ja auch, diese Einstellung hat sich dann so in nichts aufgelöst. Und man kann sagen, ja so, das ist ja zum zweiten Mal jetzt nach 91 dasselbe passiert, dass jetzt auch diese Hoffnung auf diese religiöse bindende Kraft der Religion sich eigentlich auch nur in nichts aufgelöst hat, weil die Religion hat sich ständig so sozusagen an den Staat angelehnt. Und das ist genau das, was ja Böckenförde eben nicht wollte, dass ja so der Staat quasi dann sozusagen die Religion noch mit hervorbringt. Das, und das ist ja so, kann man sagen, ja aus diesem, so als Fazit, dass ja so dieses das Scheitern dieses religiösen Projekts dann eigentlich ja so die Schlussfolgerung sein sollte, dass da über die Kraft der Religion das ja gar nicht mehr möglich ist, ja so die gesellschaftliche Gestaltung dann vorzunehmen. Und deshalb ist das ja dann so, dieses Kratie, also diese Theokratie und so weiter, das ist ja nicht gelebte Religion, sondern das ist sozusagen wiederum dann verordnete Religion dann, was denen dann vorschwebt. Ist es ja nicht so eine Art so eine Illusion, in denen sie da gelebt haben und bis zum Schluss dann, kann man sagen. Ja, wobei eben diejenigen, die ja von Theokratie sprechen, die sagen eben gerade nicht, dass Theokratie im Sinne von dein Reich komme, etabliert wird, auch als Wunschvorstellung in Russland, sondern eben das wird aus dem Gottmenschentum begründet. In unterschiedlicher Stärke, glaube ich, bei allen Vieren. Aber ich glaube, das ist einerseits eben die Leistung dieses Denkens, dass man sagt, nicht, also der Mensch ist, weil er nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist und weil er in der göttlichen Schöpfung sich bewegt, ist er aufgerufen, selber zu schaffen. Und das ist, glaube ich, ein Gedanke, der bei allen Vieren da ist, nicht? Und sie sehen aber nicht, also hier sind wir wieder bei dem Punkt, nicht? Also
Er ist aufgerufen zu schaffen. Alle schaffen wie verrückt, arbeiten wie verrückt, publizieren wie verrückt. Nicht? Also die haben alle unwahrscheinlich viel geschrieben und es nützt nichts. Und ich denke, das Problem hier liegt tatsächlich drin, nicht? Also, dass wir hier einen nicht-westlichen oder näherhin nicht-französischen Versuch haben, ein politisches Gemeinwesen zu konstruieren. Nicht? Also wir Schweizer haben die, ich nenne das jetzt mal, die segensreiche Besatzung bereits 150 Jahre vor Deutschland durchgemacht. Also Deutschland ist erst 1945 von den westlichen Mächten besetzt worden und dadurch, ja, auch gegen seinen Willen, würde ich sagen, an das westliche Projekt von Rechtsstaatlichkeit, Bürgersinn im Sinn von Citoyenneté angeschlossen worden. Wir in der Schweiz wurden glücklicherweise schon 1800 von Napoleon besetzt und eben damals gab es die Helvetische Republik und ohne die Helvetische Republik hätten wir unser republikanisches Verständnis nicht gehabt. Und das Problem ist, glaube ich, tatsächlich, dass es in Russland dieses republikanische Denken höchstens in Ansätzen gab. Nicht? Also vielleicht noch am ehesten bei Struve, nicht? Also, der eben sich im Konstitutionalismus engagiert hat. Aber das Übel des russischen Konstitutionalismus lag ja immer darin, dass er gleichzeitig immer auch großrussisch-imperial imprägniert war. Nicht? Also Struve selber eben, der auf alle Fälle und andere nicht-russische Gebiete Russlands als Teil des kommenden russischen Staates ansah. Oder Miljukow, der ja im Prinzip sein Amt als Außenminister verlor, weil er ja noch gegen Ende des Ersten Weltkriegs davon geträumt hatte, Konstantinopel anzunehmen. Nicht? Und der hat tatsächlich dran geglaubt, dieses Zargrad-Projekt sich noch im Ersten Weltkrieg umsetzen lässt. Und ich würde sagen, eben diese republikanische Begründung des politischen Gemeinwesens ist, wie soll ich sagen, bestenfalls formal hier bei diesen Denkern vorhanden, aber nicht irgendwie auch wirklich konsequent ausgearbeitet worden, weil die Leute, und ich würde auch sagen, also die Kultur bei Struve hat ja auch fast einen zivilreligiösen Charakter. Nicht? Also die Leute müssen gewissermaßen in diese Kultur hinein sozialisiert werden. Tja, bitteschön. Noch die letzte Triade. Autokratie, Orthodoxie und Volkstum, wenn man die hier anlegt, da fehlt das Volkstum. Was für einen Bezug zum Volk hatten diese Denker? Da ist hier nichts von zu sehen. Kirche ist zu sehen, Autokratie wäre auch eine Frage. Wie sahen die den Staat eigentlich, in welcher Hinsicht negativ, in welcher Hinsicht positiv, wider Willen vielleicht, imperial, aber Also der Staat war eigentlich für alle im Prinzip die Vorbedingung eines gelungenen individuellen Daseins. Nicht? Also man wollte gerade nicht irgendeine atomisierte Gesellschaft, sondern bei vielen dieser vier Autoren gibt es auch die Vorstellung, dass die Gesellschaft eigentlich außerhalb des Staates gar nicht existieren kann. Dass es immer eine staatliche Ordnung braucht. Das Volk ist in der Tat abwesend, es ist ja auch abwesend in meinen Kategorien. Warum? Weil ich glaube, dass alle vier Autoren sich gewissermaßen vom Volk verabschiedet haben, als sie sich vom Marxismus verabschiedet haben. Weil das Volk natürlich im Marxismus die zentrale Größe ist, nicht? Also das Volk ist aus marxistischer Perspektive in
Klassen unterteilt und die Klassenkämpfe werden schließlich eben zur Etablierung eines kommunistischen Volkes führen. Nicht? Und Engels hat ja dann auch gesagt, nicht? Der Staat wird dann absterben. Sobald der Kommunismus erreicht ist, braucht es keinen Staat mehr und das Volk wird gewissermaßen jeder nach seinen Bedürfnissen, jeder nach seinen Fähigkeiten eben das Paradies auf Erden gewissermaßen haben. Und eben die Autokratie als solche, nicht, also ist eigentlich bei allen zunächst mal negativ gesehen worden, nicht? Also alle haben sich über die Februarrevolution gefreut, das war positiv. Und eben, dass Lenin dann nachher gewissermaßen die Revolution gestohlen hat, das war dann tatsächlich dieser tiefe Schockmoment, nicht? Also über den wir gesprochen haben. Ja, vielen Dank also für die Diskussion, für die Fragen. Also es gibt ja in der Tat ja so auch ja so viel, worüber jetzt auch dann die neue Immigration dann so zu diskutieren hat. Ja, so auch dann so was die künftige Gestaltung oder künftige politische und gesellschaftliche Ordnung in Russland betreffen wird. Also ich denke, dass wird ja auch diese Bezugnahmen auf diese Denker mit Sicherheit dann immer wieder stattfinden. Also aber darf ich dich da gerade was fragen? Ja. Also eben mein Eindruck war, dass die Hochzeit dieser Denker in den 90er Jahren war. Das kann man schon. Und jetzt sind ja aber eher wieder in der Versenkung wahrscheinlich. Ja, ich denke, also das ist ja immer noch, kann man sagen, wenn man die Studienpläne der philosophischen Institute, da betrachtet ja immer noch Bulgakov, Berdjajew und so, Frank sind ja immer noch vorhanden, also auf der Liste, also insofern. Ja, aber die Frage, ob es das wirklich ernst genommen, also diese, ja, also ich denke ja schon, also wie Simulacrum, also ein bisschen so ist das, wie im Plan es gibt, also ja, diesen Namen ja, und diesen Namen schon, also wie eine. Ja, das ist in der Tat, also sozusagen eine ernsthafte Auseinandersetzung, ich denke, das ist in der Tat, also die in den 90er oder in den nullten Jahren gewesen, ja. Ja, in diesem Sinne, also ich bedanke ja mich bei allen, also die teilgenommen haben, uns treu geblieben sind ja, in diesem Semester. Wir werden ja so auch im nächsten Semester fortsetzen, auch mit einem anderen Schwerpunkt und anderen Gästen. Also insofern ja so, dann wünsche ich Ihnen schöne und erfolgreiche vorlesungsfreie Zeit. Und ja, kommen Sie dann, besuchen Sie uns im nächsten Semester wieder. Danke. Thank you.